Gut, wie macht man am besten eine Anmoderation zu einem Spiel, was nur auf Physik basiert? E gleich mc Quadrat und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Portal. In der letzten Was uns Folge nicht haben wir rettet, einen nähert sich Begleiter seinem Kubus Ende. kaputt Das gemacht. Enrichment Center gibt Ihnen folgenden Hinweis. Sie werden gebacken und dann gibt es Kuchen. Ja, Kuchen. Bin ich dabei, Kuchen. Aha. Und hier hat sich sogar einer stationiert. Da kleben sogar Sachen an der Wand. Kein Kuchen? Okay. Hier scheint sich irgendeiner stationiert zu haben. Seltsam. Okay. Hust, seltsam. Hust, hust, hust. Kein Kommentar. Also von da kamen wir. Ja, aber ich will nicht gebacken werden. Ich gehe jetzt hier raus. So. Das kann kompliziert werden. Ach, da kann ich ja nicht. Ja gut, dann springe ich halt da so hin. Ich muss noch da drüben. Ja, dann mich da halt hin. Boom! Das ist so unnötig schwer. Das ist so unnötig schwer, dieser Raum. Der ist so unnötig schwer. Jetzt wird er da oben runtergeschossen. Also hoffe ich. Hoffe ich. Ja. Schieß! Ist da. Tschüss. So unnötig schwer gemachtes Dings. Bitte fall runter, fall runter. Bumm. Fertig, alle beseitigt. Unnötig, extremst kompliziert und schwer. Also als erstes muss ich da hoch. Ne, beziehungsweise erstmal muss das dahin. Genau. Jetzt habe ich das aktiviert und jetzt fährt dieses Ding. Ganz kurz, dieses Timing, diese Tür, die aufgeht, ist vielleicht für 2-3 Sekunden offen. Das heißt, ihr müsst mit dem Timing echt perfekt liegen. Ich hatte jetzt mega Glück, weil ich erst gestern diesen Testraum hier bestritten habe. Und alle Folgen, deshalb fiel mir das jetzt auch ein Stück weit leichter. Aber das nur so am Rande, weil es wird echt noch übertrieben schwer, das Ganze. Das war das. Nein, ich muss da rein. Stopp, stopp, stopp. Ich muss hier rein. Und jetzt zurückrennen. 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 Hier blau und runter. Nein, ich habe es nicht geschafft. Ich bin so tot. Nein, 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 nein. So knapp. Achso, damit ihr versteht. Also, wir müssen wieder hinter diese Dings kommen. Ich zeige euch das einfach. Und zwar
zwar können wir jetzt hier raus, so. Hier eins. Und wir müssen halt mit Geschwindigkeit rüberfliegen, damit wir zu dem Flugding kommen. Und zwar so. Abnormal schwer, ich weiß. Ich hab's gemerkt. Dann müssen wir mit dem Kubus einmal rüberfahren. Beziehungsweise, nee, ist an sich egal. Gewichteter Speicherkubus zerstört. Beim Testapparat Schacht von Aperture Science erhalten Sie dann Ersatz. Außer man ist so richtig dumm wie ich. Achso, springen jetzt in dem Spiel viel schneller. Okay, ich bin komplett dumm. Ja, weil wir müssen dann doch zurückfahren erstmal. Gott, wer kommt denn auf solche Ideen? Bei mir sieht das alles ultra leicht. Das probiert das mal blind, das Spiel zu spielen. Wenn ihr noch nicht 10 Port Let's Plays gesehen habt, um euch zu informieren, wie was funktioniert. So, jetzt fahren wir erst rüber, gehen dann nach da unten. Weil wir müssen ja wieder diese Luke vorne öffnen, um zurückzukommen. Und das alles nur für diesen einen Würfel. Schon irgendwie lustig, bis zum gewissen Grad hin. Warte auf mich. Huh. Ich feier das Spiel voll. Man muss ein bisschen nachdenken. Es kommt auch ein bisschen aufs Geschick an. Genau das, was ich bei Computerspielen an sich feiere. Und jetzt haben wir diesen blöden Würfel. Wir können diesen blöden Würfel da ablegen. Da ein Portal hinschießen. Wir können hier ein Portal hinschießen. Und können ausgehen. Das war's noch nicht. Ach, jetzt kommt das. Ja, das ist lustig, Leute, aber das sehen wir erst bei der nächsten Folge. Nee, das sehen wir nicht bei der nächsten Folge. Entschuldigung, wir sind schon in der neuen Folge. Egal, ich hab's, was soll so. Okay, ich hoffe, ich krieg's hin. Zack. Nein. Sehr gut. Beachten Sie, dass Sie beim nächsten Test nicht isolierten Elektroteilen ausgesetzt werden, die unter Umständen gefährlich sein können. Weitere Informationen erhalten Sie in einem unserer Seminare zu Elektrik und Sicherheit. Ja, ich kann ja gerne mal vorbeischauen. Klar. Ach, Ladedaten. Oh, also ihr merkt, es wird immer anstrengender, je weiter man kommt. Aber also wir kommen gut voran. Willkommen beim letzten Test. Kuchen! Wenn Sie fertig sind, geben Sie das Gerät im Geräterückgabekomplex ab. Ein Quatsch. Laut den Vorschriften des Enrichment Centers müssen beide Hände leer sein. Fertig. IQ 3000. Und das ist das böseste Timing auf der gesamten Welt. Jetzt. Oh komm, das ist unfair. Ey, so ein böses Timing habt ihr noch im ganzen Leben noch nicht erlebt. Das Ding, wenn es euch berührt, seid ihr tot. Direkt, instant. Was kommt hier? Achso, das da. Ja, das ist einfach. Ist weg. Boah. Ah, das ist an sich. Ich will erstmal um die Ecke gucken. Halt. Der wartet uns. Achso, das da. An sich einfach. Aber auch nur an sich. Nein, ich bin doch gesprungen.
Ey, wenn wir jetzt wieder bei diesem... Instant danach. Okay. Da gibt's Kuchen. Da gibt's Kuchen, Leute. Was das für Kuchen ist, sehen wir beim nächsten Mal. Nein, das ist ein Scherz. Ich zeige euch jetzt schon noch den Kuchen. Der Test ist vorüber. Alle Kuchen! Temperaturtechnologien bleiben bis 4000 Grad Kelvin betriebsfähig. Seien Sie versichert, dass es vor Ihrem Siegesfeuer zu keinerlei gefährlichen Gerätefehlfunktionen kommen kann. Ha. Danke für die Teilnahme an dieser Enrichment-Aktivität von Aperture Science. Ende. Ja, raus. Das ist Feuer, das ist kein Kuchen. Das ist ganz sicher kein Kuchen. Aber ich komm raus. Was machen Sie da? Schluss jetzt. Wir freuen uns, dass Sie die letzte Schwierigkeit überstanden haben, wo wir so taten, als wollten wir Sie töten. Wir sind sehr, sehr froh über Ihren Erfolg. Wir geben eine Party zu Ehren Ihres enormen Erfolges. Stellen Sie das Gerät ab und legen Sie sich mit gespreizten Armen auf den Bauch. Ein Party-Mitarbeiter kommt sofort, um Sie zu Ihrer Party zu bringen. Also ich bin der Meinung, dass GLaDOS den Drang hat, uns umzubringen. Aber wir werden sehen. Nehmen Sie die Eskortierungsposition ein oder Sie verpassen das Fest. Punkt hier, aber ich habe Portale. Ha! Das ist irgendein Bug. Und kein Scherz. Je häufiger ich da drauf schieße. In verschiedenen Farben. Desto... Hört ihr das? Mein PC ist halb am explodieren. Der berechnet nämlich wirklich jede einzelne Linie. Und das sind Milliarden kleine Linien. Deshalb gehe ich da jetzt erstmal hier weiter. Wir werden diese 10 Milliarden Turrets hergestellt. Wo muss ich denn hinhandeln? Oh, oh. Achso, kann auch sein, dass wir vielleicht hier hinten weiter können. Von da kamen wir doch, oder nicht? Hä? Gut, ich bin überfordert. Das ist ein gutes Zeichen. Ja, aber hier geht's bestimmt. Hier muss es. Achso. Wenn wir. Ja, das macht Sinn. Okay, Wo sind Sie? Sie da. Sind doch hier. Ich kann es fühlen. Ja, ja, ich bin da. Zwar nicht ganz da, wo du da bist, aber ich bin da. Okay. Ah, das war das, da muss man hier. Okay, also jetzt kommt der Part, da muss man ein bisschen... Oh Gott. So. Achso, falls ihr jetzt denkt, wir sind hier drüben rein, sind jetzt hier, wo wir von der anderen Seite nicht reinkommen, weil die Tür verschlossen ist. Und die Tür kriegen wir nur von der Seite auf. Genau. Kann man einer Pause drücken und mir sagen, was da steht? Dankeschön. Das sind die ganzen Testkammern. Hier wurden wir von den Menschen überwacht, aber wo sind die hin? Das war eine frühere Testkammer aus dem ersten oder zweiten Part. Black Mesa, Aperture. Ja, Aperture Science war halt schon immer besser. das wurde sicherlich in Word gemacht. In Excel, Entschuldigung. Wo muss ich jetzt eigentlich hin? Hat es mir irgendwas gebracht, hierher zu kommen? Irgendwie ja nicht, gell? Von da unten, da kommen wir. Hä? Gut, gestern gespielt, heute überfordert. Genau so läuft's. Oder wir gehen einfach diesen extremst langen Weg entlang, auf dem wir noch nicht waren. Ah, ouch. Ah, da oben geht's weiter. Ja, das ist ja freundlich. Dankeschön, lieber Herr Typ, der das mit Blut an die Wand gemalt hat. Wie ist das?
Weiß nicht, geht's hier unten? Weiter für uns? Irgendwie nicht. Ein Glück, dass ich ein Zwischenportal gesetzt habe. Ach nee! Dahin! Wir müssen da hoch. Aber wir brauchen Geschwindigkeit zum Rüberfliegen. Der Typ, wer auch immer das war, der hat einen 300er IQ. Was machen Sie denn? Was ich da mache? Ich versuche vor dir zu entkommen, GLaDOS. Du willst uns alle nur töten. Vielleicht schaffen wir es, sie beim nächsten Mal aufzuhalten. Bis dann.